Johnny Lapotre ist Kapitän eines Fischerboots. Mit seiner Crew fährt der Franzose aus Calais raus auf den Ärmelkanal. Doch immer häufiger sind es nicht nur Fischschwärme, nach denen er Ausschau hält. Seenotrettungsorganisationen wenden sich an die Fischer, wenn sie von Migranten hören, die versuchen, von Frankreich nach Großbritannien zu gelangen. Lapotre hat wieder einen Funkspruch erhalten und kann tatsächlich ein Schlauchboot auf offener See ausmachen. Wir nähern uns ihnen so weit wie möglich. Wir zählen, wie viele an Bord sind, ob sie Schwimmwesten haben, ob sie sinken, schauen nach ihrer Sicherheit. Diese Migranten haben Glück. Sie scheinen ungeachtet der Gefahren gut durchzukommen und die englische Küste zu erreichen. Nicht allen geht es so. Viele machen sich mit absolut untauglichen Mitteln auf den Weg. Es gibt ein bisschen von allem da auf dem Wasser, alles, was schwimmt. Sie versuchen es mit allem, mit Planschbecken, mit Kanistern, aufblasbaren Einhörnern. Sie machen was auch immer, um rüberzukommen. Lapotres Sorge ist, in der Nacht auf ein Boot mit Flüchtlingen zu stoßen. Im Dunkeln kann er die flachen Boote nicht sehen, auch das Radar kann sie nicht erfassen. Nicht auszumalen, was passieren könnte.